jetzt bei der Passage. Und ist nicht so schwer wie das super finale Level von Mario Wonder. Oh, es gibt da schlechte Nachrichten, sehe ich gerade. Was ist denn jetzt wieder los? Das habe ich jetzt schon wieder verpasst. No! Ich sehe auch noch. Oh je, Mini. Das ist jetzt wirklich traurig. Kann ich einfach hier hochspringen? Lass mich raten, hier brauche ich den Stein, ne? Schwacher Fels, genau. Das sind wirklich schlechte Nachrichten. Oh, da steigt das mir erstmal heraus. Oh ne, nicht schon wieder wegrennen. Noch ein Riss. Solche Risse haben sich schon immer gelegentlich aufgetan. Sie verschlucken Objekte oder gar Personen. Meine Gefährten und mir fehlt die Aufgabe zu, sie zu schließen. Doch für einen Riss dieser Größe reicht meine Kraft allein nicht aus. Fürs Erste sollten wir uns von hier entfernen. Oh je, Mini. Nix wie weg hier. Bist du wach? Dann lass uns gehen. Schon wieder was zu merken. Stein gemerkt. Was ich mir alles merken kann. Liegt den Hyrule an jeder Ecke. Größe und Gewicht sind genau richtig, um ihn zu werfen. Geronimo! Warte mal. Ja, das freut mich. Ist da vielleicht irgendwas drunter? Nö. Na, weg mit dir. Wo sind wir hier? Vielleicht kann dir diese Karte helfen, die du vorhin bekommen hast. Drücke Minus, um die Karte zu öffnen. Zelda zeigt deine Position. Bei der Sudelia-Küste sind wir. Ach du lieb... Ui, ist die Karte groß. Warte mal. Der Herzteich. Auch wieder vertreten. Jabba, jabba. Bisschen die Karte erkunden hier. Nichts drunter, da ist auch nichts drunter, da ist auch nichts drunter. Ah, ein Monster! Es hat uns bemerkt. Weißt du, wie man gegen Monster kämpft, Zelda? Eigentlich ja nicht. Ich werf einfach den Stein. Ja.
Zollgemerkt. Langsames, gallerartiges Monster, dessen Herumgeschwabbel keine große Bedrohung darstellt. Schwubbel, bubbel, bubbel, bubbel. Hast du dir das Monster gemerkt? Wenn man Monster besiegt, bleibt etwas Glitzerndes zurück, das man sich merken kann, wie du es eben getan hast. Echos Monster. Monster, die du dir mit Hilfe von CR gemerkt hast, kannst du mit Y als Echo erscheinen lassen. Monster-Echos greifen bevorzugt Gegner an, die du mit ZL anvisierst. Aber das war ja komplett daneben. Kann ich auch runter? Okay. Das ist ein Rupee. Das ist ein 20er Rupee. Nehme ich auch. Nein, 5er Rupee ist es ja. Eine schöne Handvoll, genau. 20er waren die roten. Ich liebe es, die Gegner auf diese Art zu besiegen. Oh, da oben ist eine Schatztruhe. Das wollte ich nicht. Warte mal kurz. Oh. Viel besser. Jetzt haben wir 20 Rubinen erhalten. Eine hübsche Menge. Mal kurz die Kisten hier zerstören. Kann ich auch damit zerstören? Tatsache. Seeigel gemerkt. Liegt oft am Strand oder im Meer. Seine messerscharfen Stacheln durchdringen selbst Metallpanzer. Merke ich mir. Hallöchen. Oh, das ist ein Herzteil. Und bist du dir immer noch unsicher, ob du dir das Spiel holen sollst oder nicht? Also bisher macht es ziemlich Spaß. Du hast ein Herzteil erhalten. Wenn du 4 Stücke davon sammelst, erhöht sich die maximale Anzahl deiner Herzen. Der geht gleich weg. Das sieht so aus, als müsste ich das mit dem Bett machen, ne? Yep. Oder so. Das muss ich definitiv im Bett machen. Oh Mist, das war jetzt blöd. Hallöchen, die Küstenhöhle. Die Küstenhöhle. Löschen, Flammäuschen. Federbeißer gemerkt. Wenn du diese Fledermausmonster hochnimmst und irgendwo abspringst, kannst du kurz durch die Luft segeln. Oh, das ist Bock. Da unten ist auch schon wieder ein Herzteil. Ah, ich glaube, ich weiß nicht. Das müsste eigentlich reichen, ne? Ja.
wird man hier mit Herzteilen und hergeschmissen. Okay. Wunderschön. Sudia-Grasland, okay. Sind hier noch Rupees? I need Rupees. Einfach alles mal hier zerstören. Oh, da oben ist auch schon wieder eine Schatzkiste. Rubine erhalten, ein ansehnlicher Betrag. Definitiv. So, dann kann ich hier rein. Sudeia-Dorf, okay. Rasen wir hier erstmal hier alles ab. Ich kann mir ein Trampolin merken. Ich? Geil. Kann man Trampolin merken, Leute. Das mache ich sogar. Kinderspielzeug, bei dem ein Tuch in ein Holzgestell gespannt ist. Lässt sich höher springen als gewöhnlich. Okay, dann muss ich mal sagen, fangen wir erstmal hier an. Grüß dich. Das hier ist das Sudelia-Dorf. Normalerweise geht's hier eher beschaulich zu, aber in letzter Zeit passieren schlimme Dinge. Ach, wenn nur Link noch hier wäre. Schlimme Dinge? Im Norden des Dorfes ist ein Riss erschienen und hat jemanden von uns verschluckt. Auch der Weg nach Schloss Hyrule ist durch einen Riss versperrt worden. Wir wissen weder noch aus noch ein. Link? Link ist ein Junge aus diesem Dorf. Er hat dieses Grasschneiden angefangen und ist dann zum Monsterbekämpfen übergegangen. Er ist der beste Schwertkämpfer weit und breit. Aber leider ist er jetzt gerade auf Reisen. Er fällt mir auf, denn der Kapuze sieht da. Kapuze, die Link immer getragen hat, recht ähnlich. Link, ich hoffe, es geht dir gut. Man sieht sich. Oh je, der Arme. Warte, ich kann mal was merken. Ich kann mir Fleisch merken. Weil. Fleischgemäß. Was man sich alles merken kann. Ein gut durchgeratener Happen. Sein Duft kann als Lockmittel für bestimmte Gegner genutzt werden. Kann ich mir die besseren Betten bitte merken? Frage für einen Freund. Nein, darf ich nicht. Darf ich nicht. Mal hier rein. Krug gemerkt. Gewöhnlicher, unklasierter Krug. Kruder Mahat. Bietet genug Platz, um sich darin zu verstecken. Zitterapfel halten. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Blumennektar erhalten. Okay, sagt das Gleiche. Da ist nichts drin. Hier kann ich mir auch scheinbar nichts merken. Alle sind ganz aufgebracht, weil jemand aus unserem Dorf von einem Riss verschluckt wurde. Und die Wälder in der Nähe sind voller Monster. Es gibt kein Entkommen für uns. Ich habe ein Trampolin geschenkt bekommen. Toll, oder? Du darfst auch mal drauf hüpfen, wenn du willst. Ja. Diese Risse lassen Leute einfach verschwinden. Was soll man denn jetzt noch tun? Ich kann kaum noch klar denken. Ja. So einen gigantischen Riss habe ich noch nie zuvor gesehen. Da bekommt man es wirklich mit der Angst zu tun. In den Sudeia-Wäldern lebt so ein seltsamer alter Chaos. Hoffentlich ist er nicht in den Riss geraten.
Wir werden den Kauz noch retten. Keine Sorge. Einfach ein Herzteil zum Kaufen. Hey. Willkommen! Ob wirkungsvolle Elixiere oder Süßes, der Laden vom Solieria-Dorf hat alles. Nur zu, ziehen Sie sich gerne in aller Ruhe um. Wie kann ich behilflich sein? Ich sehe mich nur um. Was ist das denn? Rotes Elixier. Füllt deine Herzen auf, traditionelle Medizin, die in ganz Hyrule geschätzt ist. 5 Herzen, Halleluja. Ich glaube, das ist ein bisschen OP aktuell. Wie viel kostet das Herzteil? Nehme ich. Danke sehr. Komm, wir gönnen. Für Notfälle. Dann fehlt ja nur noch dieses Häuschen hier. Nein, ich habe den 5er Ruby vergessen. No. Ich glaube, das ist das Haus von Link, wenn ich das jetzt mit der Mütze hier vergleiche. Wir haben Links Haus gefunden. Dann würde ich mal sagen. Gehen wir doch mal in den Brunnen rein. Hallöchen. Boom. Vitaltraum erhalten. So, was haben wir denn hier in der Truhe? Nochmal Blumennektar. Haben wir das kleine Dörfchen jetzt auch hier voll erkundet? Nicht super. Mal kurz hier alles abgraben. Haben ja ziemlich viel Money ausgegeben für Herzteil und Trank. Einfach nur mal grob. Scheinbar darf ich nicht noch mehr Rubine finden. Ich kann mir selbst Schilder merken. Seriously? Schild gemerkt. Schlichtes Hinweisschild aus Holz. Sorgt dafür, dass man Hyrule nicht vom rechten Pfad abkommt. Nehmen wir erstmal hier oben lang. Hey, antworte, wenn du mich hören kannst. Oh, ich weiß nicht, wer du bist, aber bitte, du musst uns helfen. Moment mal, diese Kapuze. So eine hat Link auch immer getragen. Ist sowas jetzt in Mode? Ach, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solches Geplauder. Meine Frau wurde vom Riss verschlungen. Hey, kannst du mich hören? Ich bin hier. Das ist blöd, da muss man jetzt einen anderen Weg finden. Ist die Karte groß? Garde ist wirklich groß. Guck mal, Zelda. Versuch mal, das hier zu berühren. Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt direkt hierher teleportieren. Siehst du das Licht? Es hat funktioniert. Das ist einer der Wegfreunde, die wir Try verwenden. Risse können überall auf der Welt auftauchen. Dank dieser Statue können wir ganz schnell an die richtigen Stellen gelangen. Wenn du einen Wegfreund entdeckt hast, kannst du dann ganz einfach dorthin reisen. Du wirst dich schnell zu schätzen lernen, Zelda. Oh ja, das ist freut. Wegfreunde findest du selbst an den abgelegensten Orten. Wenn du einen entdeckst, solltest du ihn unbedingt berühren. Mach ich. Hier oben schon mal nicht. Da oben ist eine Truhe. Ich spüre die Anwesenheit vieler Lebewesen. Der mit Geld markierte Ort ist nicht mehr weit.
Oder schon? Multikill. So. Einmal weg mit dir. Voilà. Das weiß ich nicht. Mist. Nee. Weg mit dir. Und alle Echos einmal weg. Fünfmal Zitteräpfel. Lecker schmecker. Gibt's echt viele Gegner. Und eine Höhle. Warum kommt man da nach oben? Weil da eine Truhe ist. Okay. Warte, da muss bestimmt dann jetzt hier so ein Trampolin hoch, ne? Ah, immerhin etwas Geld. So, dann gehen wir doch mal in die Höhle hier rein. Voilà. Ich nehme es einfach mal mit. Oh, das ist ein anderer Gegner. Kerzsäule gemerkt. Oder Kerzöl. Okay, ich höre ja schon auf. Weißer Zoll mit einer Flamme auf dem Kopf entzündet alles, was er berührt. Du liebes bisschen. Komm, dann beschwimmen wir das doch mal. Renne alles nieder.